Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Wir haben heute ein helles auf dem Gabentisch und zwar das Hofbräuhaus Traustein Helles. Bayernliste wieder. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, war es der Silenzium 141 oder war es der Harry gewesen? Also Harry glaube ich gar nicht, weil die Pakete von Harry noch drüben sind. Aber falls ich mich jetzt irre in diesem ganzen Hin und Her hier und dem Wirrkopf, ihr wisst, wie das ist. Der Herr ist immer verwirrt. Egal, trotzdem stellen wir das Bier hier vor und wir sind sicher, es ist die Bayernliste. Und hat haben wir drin Wasser, Gersten, Malz und Hopfen haben wir drin. Stammwürze 12,3 Grad Plato und 5,3% Umdrehungen. Ja, recht unscheinbares Etikett, so in Rot und Gelb gehalten. Sieht aber trotzdem irgendwie schick aus. Und hier oben die Kapsel ist dann auch bedruckt, so wie man es dann auch kennt. Und kommt in einer NRW-Flasche daher. Ein helles. Ich bin gespannt, Freunde. Ich habe Bierdurst. Würde ich sagen, machen wir mal auf, ne? Oh, frisch aus dem Kühlschrank kommt es raus. Und dann werden wir mal schauen, was wir haben. Ne? Wow. So, Entspannungsverdampfung. Kommt auf jeden Fall raus. Sieht gut aus. Und ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Ach, ich freue mich immer jeden Tag aufs Neue. Schön Bierchen zu probieren. Das ist immer was Feines, ne? So, was haben wir denn da? Ist ein Bier, gibt sich erstmal als solches zu erkennen. Zwei Fingerbreite Blume, schneeweiß, fein bis mittelporig, wobei eher schon fast feinporig. Ein paar Luftbläschen sind drauf und wenn wir das so durchschwenken, sehen wir auch schon, bleibt an der glaswandhaften 90 Sekunden Stand. Das Standard kriegen wir aber wirklich locker hin, schaut mal. Sieht wirklich gut aus. So, im Farbspektrum, wo bewegen wir uns da? Ganz klassisches Getreidegelb, so würde ich sagen, Strohgelb in diese Richtung ist natürlich filtriert. Karbonisierung per Longe steigt auf, auch völlig durchschnittlich, ja, mittlerer Perlung würde ich sagen. Sieht trotzdem schön tief aus von der Farbe, geht deep rein, alles andere als verblasst oder verwässert. Hier, ich halte es euch nochmal rein, dass ihr euch das auch selber immer angucken könnt, ne? Hat sogar ein bisschen Leuchtkraft, sieht also doch recht schön aus. Freunde, auch hier Optik, Ästhetik, ist nichts auszusetzen, würde ich locker, ganz locker, 5 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, dann wollen wir mal schauen, wie es schnuppern tut, ne? Ja, das ist immer spannend, ne, bei den Hellen, ne? Man erwartet ja auch schon immer, ne? Da ist da Aroma-Hopfen drin oder nicht? Hier muss ich euch leider enttäuschen, Freunde, leider nicht. Also vom Bouquet her sehr zurückhaltend. Wenn man mich jetzt fragen würde, wonach riecht es, dann würde ich fast eher so eine leicht grasige, wiesige Note, so eine feuchte Wiese, sowas in diese Richtung vermuten. Und auch etwas, was ich tatsächlich vom Geruch gar nicht so mag, das ist so dieses, ach, ich will jetzt nicht immer sagen, ach, ich jetzt ja da hier, das ist so, es ist so ein unangenehmer Geruch. Also ich würde es schon fast als Fehlaroma tatsächlich sogar herausdiagnostizieren wollen. Ich will jetzt hier nicht fachsimpeln, ist es Diacetyl oder ähnliches, aber auf jeden Fall, das mag ich immer nicht so. Aber egal, Freunde, wir müssen es probieren und jetzt checken wir mal aus, was es kann. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, schmeckt besser als es riecht. Ja. Mhm. Okay. Da würde ich gerne noch einen zweiten Schluck nehmen. Also. Oh, damit sind wir schnell fertig mit dem Test. Das weiß ich jetzt schon. Fangen wir mal ganz klassisch an. Attribute, wo bewegen wir uns? Dynamisches oder gemütliches Bier können wir, glaube ich, vom Bierstil selbst her schon fast vermuten. Dynamisch natürlich. Das ist wieder Durstlöscher. Das ist wieder, zack, das trinkst du so. Ne? Das läuft gut rein. Kein Schluckwiderstand oder ähnliches. Absolut biergartentauglich. Da kannst du fluten. Kannst du theoretisch auch einen Krug reinpacken und schön Käferlohr und dann zack, rein damit. Ne? Das heißt also, ihr merkt ja selber, von den Aromaspitzen ist das doch sehr weit runter reduziert. Also wir haben es mal wieder mit einem Hellen zu tun, was sich prima bei dem Chiemseer, bei den Tegernseer auch, ne, schön da so einsortieren kann. Das ist dann so dieses, ich nenne es jetzt mal bayerische Classics. So.
Nichtsdestotrotz sind wir aber tatsächlich auf der Seite, wo ich trotzdem sage, es ist kein langweiliges Helles. Und das soll schon mal was heißen, wenn ich das sage, nicht wahr? Also von daher passt das schon soweit. Sehr weich, sehr samtiges Wasser. Also es ist im Mundraum sehr, sehr angenehm. Und ja, was jetzt auch nicht groß überraschend ist, liegt hier der Fokus auch auf dem Malzkörper. Und das merkst du auch. Es ist diese liebliche Getreidigkeit, die du auf der Zunge hast. Es ist so dieses Weiche, dieses Süßliche, ne? So ein bisschen karamellisiert auch, würde ich fast schon sagen. Man merkt so eine leichte Karamellnote auf der Zunge. Man kann auch, manch einer sagt auch, ja, das ist so ein bisschen Biscuit-mäßig, ne? So ein bisschen so ein teigig auch. Das ist so alles, was so süß, lieblich ist, aber nicht so aufgesetzt, sondern halt schön fein abgestimmt, so wie man es da auch aus Bayern, aus Süddeutschland her halt kennt, ne? So, Fruchtkörper hingegen ist hier so ein bisschen, ja, ziemlich weit versteckt, aber trotzdem will ich das nochmal genauer überprüfen. Erwähnt dich schon, dass es extrem süffig ist. Ja, Fruchtkörper ist natürlich total reduziert, ne? Das ist. Und nach hinten raus ist es dann auch kein IBU-Monster oder so. Das heißt, Hopfenfloralität suchst du hier auch vergeblich. Im Prinzip haben wir es hier mit einem traditionellen, klassischen Hellen zu tun. Nicht mehr, nicht weniger. Wer diesen Bierstil mag, gerade wegen seiner linearen Art, seiner linearen Textur, der wird hier garantiert seine Freude mitfinden. Ich bin ja immer wieder so aufs Neue fasziniert, wie diese Liebhaber des Hellen generell da so diese Feinheiten noch rausschmecken. Die kann ich gar nicht rausschmecken. Also bei diesen ganzen milden Bieren, da fällt mir das wirklich so schwierig. Also das kannst du alles in einer Reihe aufstellen und dann, also da hätte ich wirklich Schwierigkeiten mit einer Blindverkostung, ne? Süffig ist es, Wahnsinn. Hier steht drauf, erlebe Bier mit Brauereiführung. Cool. Ja, Freunde, wie wollen wir das jetzt bewerten? Das ist für mich so ein, ja, so ein Alltagsbier. Das kannst du Mittagessen, kannst am Baggersee als Wegbier theoretisch. Das tut kein weh, das Bier, ne? Da ist alles so glatt gebügelt. Da ist jetzt keine Aromaspitze drin oder ähnliches. Das ist so halt, ja, ist halt ein helles. Und Aroma halt. Mm. Das heißt, dieser Kreativitätsfaktor, Innovationsfaktor, der ist hier so ein bisschen weiter runter. Das finde ich schade und deswegen gibt es natürlich subjektiv, also meine persönliche Meinung, wieder ein kleines Pünktchen Abzug. Ansonsten, Qualität ist soweit in Ordnung, sieht gut aus, ja, ist soweit passend, kannst du den Gästen anbieten, kann man machen, aber ich finde es eher durchschnittlich. Und deswegen gebe ich jetzt hier 3/5/6 möglichen Punkte, ein absolutes Durchschnittsbier. Kannst du trinken. Ist okay, aber ist jetzt kein hedonistisches Highlight oder so, ne? Da fehlt es dann doch noch ein bisschen, um an so einen schönen Rama zum Beispiel ranzukommen, ne? In dem Sinne, Freunde, das war's gewesen mit diesem Biertest. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.